Hallihallo, wie geht's denn so? Skalett ist wieder da zu Fortnite. Nachdem das letzte Mal mit einem anderen Team etwas abrupt abgebrochen wurde, geht es jetzt mit einem neuen Team weiter an den Start. Ja, ich habe von allen die Einver ich hab vor allem von allen die Erlaubnis, ihre Namen und ihre Stimmen im Internet zu veröffentlichen. Es kann aber sein, dass bei einigen von euch die Einstellungen nicht so sind, also man kann euch da nicht hören. Also das kann unter Umständen passieren, aber ich zwinge euch jetzt nicht, die Einstellungen durchzugucken. Okay. Da musst du einfach nur auf die Einstellungen von übertragen und teilen und dann auf Chat-Audio und dann, wenn überall ein Haken dran ist, dann kann man nicht hören. Yay! Schild dran! Keine Ahnung, aber ich sauf erstmal ein Schild dran, auch wenn das hier gar nichts bringt. Ja, yeah, und jetzt kommt erstmal fett Disco-Mucke. Keine Gut, Ahnung. ich. Ich würde da hingehen, weil da hinten sind häufig, da sind zwei Goldkisten, die ich kenne. Ich würde trotzdem da hingehen, weil dort ist etwas abgeschiedener, da geht kaum einer hin. Ja, es steht gerade auch. Zwei gegen einen. Da war ein bisschen zu früh. Wieso hast du nicht auf Ergänzen gestellt? Ich habe nicht auf Ergänzen gestellt. Irgendwelche random Team. Typen bei euch ins Team kommen und euch verraten. Und dann uns umbringen. Das beschreibt es ja genau, ne? Ich habe Don't eine Pistole. care. Ich habe eine Pistole. Oh, direkt schon Gewehr. Ich töte es! Ich töte es, bevor es Eier legt! Verpiss dich! Ja, spreng dich selbst noch in die Luft. Wo ist er? Also ich hab drei Waffen, ich komme zurück. Ich hab ihn down gekriegt. Erstmal ja. Auf den Schrecken erstmal was saufen. Okay, ich geh in die Bude. Ciao. Ich hab gerade so einen Rüstungstrank getrunken. Money. Hey, was da was? Hier kannst du zu mir kommen, weil ich dich hier. Noch ein Schildtrank. Alter, das geht voll ab. Also ich gehe in die Borde. Ja, wo ist Starbucks? Das dauert. Ich krieg. Oh, Kacke, jetzt habe ich die Schrotmuni. Warte. So, Mann, und hier hast du die Schrotmuni. Ja, warte mal. Also wenn die jetzt nicht loslaufen, Absetzen. So, hier hast du ein dann bisschen ist halt Schild. nicht so gut tot. Nachladen. Ja, die Ja, Borde ist weg, ich würde oder? auch gleich losrennen. Nur noch kurz ein Trinken gehen und los geht's. Bye, have a great time. Ja komm, wir haben nur noch eine Minute. Ich will es trotzdem nie drauf ankommen lassen. Run. Dö, dö, Alter, so viele werden mit Schrot getötet. Oh Scheiße. Oh no.
Ja, weil man dort am besten trifft, ne? Beep, beep. Touch das. Ah nee, der überlebt noch eine Stunde. Ihr steht eher, weil. Trollalalalalalalala. Die World Border, ich nenne die Wand die World Border, das ist die Safe Zone. Hat sie beinahe in die Luft gejagt. Wie bescheuert, ey. Hab eine Kiste gefunden. Bei mir sind 10.000 Leute. Bei mir sind 10.000 Leute. Das zu. Keine Sorge, die World Border kriegt uns nicht. Wir sind zu nah an der Safe Zone. Sabasi ist tot! Nein! Juhu! Nein! Wollen wir ihm zur Hilfe kommen oder feige jetzt in die andere Richtung rennen? Feige ums Leben rennen. Da lang! Da lang! Das sind 10 Leute, gell? Auf dem Berg. Oh, das wäre unfair, wenn da wirklich zwei Teams sich zusammengeschlossen hätten. Ich habe gerade einige Schüsse gehört. Na, ja, aber ich schieße nicht auf die. Da wurde ich getötet, bei einem Wohnwagen. Nein, ich würde das. Alter, das sind zu viele. Nein, ich hau ab. Fuck this shit, I'm out. Octopussy, kennst du den Film? Wo sind die? Dort? Brian! Wo schießt er denn hin? Scheiße, ich hab keine Muni mehr! Jawohl. Ja, ja. Boah, Alter, wie viele Verbände habe ich? What the fuck? Nein! Alter, hat die mich erschrocken. Wieso sollten wir das tun? Hast du mittelschwere Munition? Weil ich hab keinen Schuss mehr für die. Muss ich die nehmen, die ist noch voll. Du oder ich kann trotzdem nicht die gute dort nehmen. Ah, fuck this. Ich hab 4 Schuss zum Nachladen. Aber diese Impulsgun, die ist auch gut. Muss ich mir merken.
bevor die World Bar. Ja, das werden wir nie im Leben packen. Auch wenn ich ein Medkit habe. Ja, ich muss mich kurz verbinden. Genau. Besser kann man nicht stehen. Boing, 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 boing. Du bist ein Hase. Ein Hase, der Hasen. Hasen. Freund. Ja, fuck it. Wir müssen weiter. Lass die World Border die Arbeit für uns tun. Nee, echt? Leck mich! Ja, tut mir leid, ich muss dich zurücklassen. Fürs Let's Play. Teamplay, weißt du? Ja. Ich lasse die World Border die Arbeit für mich tun. Ja, na und? Achso, jetzt bist du für die Gegner, oder was? Tötet ihn, tötet ihn. Traitor! Venedig ist Traitor! So in den Arsch Sniper. Geschossen! Alter, Scheiße! Sniper! Alter, wie hoch der war? Nein. Nein! So, so, hier, so, und jetzt hier so campen, ne? Ich würde im echten Leben gerne mal wieder campen gehen, so schön auf dem Zeltplatz. Tschüss. Tschüss. Der Punkt ohne Wiederkehr, oder wie? Alles klar, wie hoch baut der? Ich glaube, der ist ein bisschen bescheuert. Unten ist einer, unten einer. Ich geh mal auf Nahkampf. Alles ist durch. Yay, ich bin in der World Border. Wow, der Final Showdown findet dann hier in Tomato Town statt, oder wie? I'm camping for you and me, I'm camping. Also diesen Trollalalala Song, ne? Trollololo, 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 trollololololololo. Das war die, Fluch der Karibik-Edition davon. Trollo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 l
Warte, die World Border braucht eine Minute, bis sie hin ist. Ich hätte viel lieber PlayerUnknown's Battlegrounds endlich mal für PS4. Am besten, ich würde wahrscheinlich nur den Zombie-Modus zocken. Aber es ist leicht unfair, wenn du zu viert gegen eine Horde von 96 Zombies kämpfst. Obwohl, nee, es sind 99 Zombies und dann ein Vierer-Squad, das ist so episch. Ich glaube, in einem Gefecht 50 gegen 50 wäre Zombie-Modus viel zu leicht. Ja. Obwohl, wenn sich die Spieler gegenseitig auch noch umbringen müssten, dann. Dann wäre es schwieriger. Zombies im Team und dann 50 Spieler, die sich nicht nur Yay, wir sind unter den Top 10. 50 Spieler, die sich nicht nur gegenseitig umbringen müssen, sondern auch sich vor den 50 Zombies verteidigen, die alle zusammenarbeiten. Das wäre dann wiederum fast gerecht. Noch 7 Leben lang. Ja. Und ich habe 3 Kills. Yay! Yay! Krass, wenn du Erster bist. Allein durch das hier warten und dann irgendwann wir stehen da nur noch 2, der letzte, der sucht mich, landet dann hinten umgeschrotet. Nein! Ich kann hier nicht bleiben. Aber du kannst, glaube ich, weiter. Gerade. Doch? Nein, aber dann kommst du nicht mehr aus dem Haus. Hinten war so ein extra Raum. Ist der in der World Border? Ja, bleib auf da. Ja, genau, der ist in der World Border. So, hier noch ein bisschen für Deckung gesorgt. Alles klar, nur noch 4 Leben. Zählt man ein Köder Kissen, auslegen. Mit Köder. 3 Leben noch. 4 Leben noch. Zählt man nicht sich selber auch nicht. Ich finde es vor allem geil, das Zeichen hier, das rote, dass man sieht, man würde erstmal ins Leere ballern. Stell dir vor, ich wäre noch am Leben, dann beide in meinem Raum. Da kommt einer rein, bam. Ja, am besten du wärst noch am Leben, würdest hier reinkommen, um zu flüchten und ich erschrecke und er schießt dich einfach. Nee, und dann sterbe ich wegen dir. Aber dann kannst du mich wiederbeleben. Blöd ist bloß, ich komme hier nicht mehr raus dann. Obwohl, ich müsste hinter mir die Wand einschlagen. Ist aber egal. Und ich weiß ganz genau, der letzte Spieler wird epische Waffen haben. Ja, und legendäre wahrscheinlich. Und wahrscheinlich wird es ein richtig guter Spieler sein. Das sind meistens die besten Spieler. Oder so ein richtiger Noob, der es mal geschafft hat. Ja, da, wenn ich wirklich gewinnen würde, würde genau das passieren, was du gerade gesagt hast. Dann würde ein richtiger Noob gewinnen. Aber ich glaube, der finale Showdown wird bei Tomato Dawn sein. Genial. Häufig gehe ich zu Tomato Town als erstes, weil dort auf einem Dach liegt immer eine Schrot. Dort liegt immer eine Schrotflinte. Hörst du das? Die warten einfach alle, die töten sich nicht mehr, die bauen wahrscheinlich so eine riesige Base auf. Ja. Am Ende ist es ein Dreier-Team. Guck mal, da ist die World Border und die bleibt jetzt genau hier stehen. Oh no. Das ist eigentlich die World Border, die komischen Geräusche macht. Alter, wie riesige Basen die bauen. Da ist einer schießen. Der nutzt das Ding als Falle. Ja, aber ich glaube, da 2 in einem Team, das heißt, ich werde definitiv nicht Erster.
Hätte ich ein Snipe-Gewehr, hätte ich vielleicht sogar eine Chance. Links ist ein Haus, genau. Kleines. Ja, aber ich beobachte gerade die Feinde. Und hoffe, dass die mich nicht beobachten. Bitte hab eine Tür, bitte hab eine Tür. Oh, mein Gott, sie hat eine Tür. Auch wenn das recht feige ist, die ganze Zeit zu campen. Und ich glaube, ich werde... Ne, ich muss hier bleiben, falls die World Border kommt, dass ich rausstürmen kann. Es wird fix einer noch bei dir zu reinkommen. Und dann noch BAM! Mhm. Aber du solltest, glaube ich, mehr Abschluss vor der Tür haben. Wieso? BANG! Erstmal vor die Tür! Oh, Scheiße, warte mal kurz, ich hab Nasenblut! Oh. Jetzt kommen Top 3! Du lebst noch und zwei andere. Ja, und ich glaube, die zwei anderen sind in einem Team. Ja. Oder ist es ein Gegeneinander? Kann auch sein. Nee, ansonsten würden sie schießen. Die waren ganz nah beieinander. Ich glaube, das ist ein Team, was jetzt noch lebt. Ja. Hey, aber Top 3, Alter. Ich war nur ein einziges Mal so gut. Die World Border macht voll die geilen Geräusche. Du willst mich doch verarschen, Alter. Und die sind jetzt genau in der Base. Die haben jetzt... Ah, nein! Um auf das MG zu kommen, was ich gerade auswählen wollte, müsste ich jetzt nochmal durch alle 5 Waffen durchwechseln. Das war echt unmöglich zu gewinnen gerade. Aber er hat gewusst, dass ich da drin war. Der hat mich gesehen. Oh, wir haben einen Sieger! Natürlich einen Türken. Ja, dieser Türken-Skin einfach. Hat das Spiel gewonnen! Wow! Mr. Laul! Naja, aber dritter Platz! Kommst Und vor allem war unser Team Platz 2! Hey, dritter Platz und ich habe 3 Kills! Irgendwie eine Ironie, oder? Ich warte gerade mal und guck, was passiert, wenn das jetzt vorbei ist. Er ist einfach verreckt. Das passiert, wenn du gewinnst. Du verreckst einfach. Also das ist ja mal ein epischer Sieg. Yeah, ich hab gewonnen. Alter, das Match ist vorbei. Du wurdest zur Lobby zurückgeschmissen. Ja, danke.